Ja. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde Civilization 6. Ohne Pause sofort Hallo. weiter. Sucht ist da. Nachdem ich die ganze letzte Folge gesagt habe, jetzt gibt's Krieg, wird es jetzt gleich auch tatsächlich mal Krieg geben. Oh, ich bin so gespannt. Fühlst du dich gut aufgestellt? Ich glaube, ich stomp den in den Grund und Boden. Okay, crazy. Ich glaube, ich habe völlig übertrieben. Also ich bin, glaube ich, deutlich über das Ziel hinaus. Da bin ich gespannt. Lauf nicht mehr rüber. Aber das denkt man wahrscheinlich oft vorher und dann ändern sich Dinge und dann ist auf einmal alles schwer. Sieht gut aus. Könntest du dir vorstellen, eine Community-Runde zu machen? Auf gar keinen Fall. Jokes aside, aber tatsächlich ist es. Also, ich glaube, Community-Runden machen immer dann Spaß, wenn man als Streamer ein gewisses Niveau hat. Ich glaube, das habe ich nicht. Ich wüsste auch nicht, warum man. Also, klar sind Community-Runden. Also nicht du, der andere Typ. Was? Der Typ möchte mit mir keine offenen Grenzen verhandeln. So, ich habe gar nicht gehört. Ich habe nur gehört, nicht du, sondern der Achso, andere Typ. Also. ich hab gesagt Loser. Okay, das ist sehr verletzend. Ja, aber nicht zu dir. Ja, aber jetzt wirkt es schon so, als würdest du dich da gerade rausreden. Nein, nein, nein. Nein, 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 sagt sie. Alles gut. Ich habe das Gefühl, Ja. früher war es in Ziff so, es gab irgendwann mal so einen Moment, wo die Leute gesagt haben, okay. Wo die die Nerven verloren haben, wenn du mit allen deinen Truppen schon vor denen ihren Toren standest, da wussten die so ein bisschen, was abgeht und haben irgendwann Ja, gesagt, ja. you know what, fuck off. Und ich ahne, dass der Moment für mich auch bald kommt. Ich bin hier. Also ich ziehe halt gerade alles zusammen, aber ich bin halt auch sein Protektor eigentlich. Das heißt, vielleicht sieht er das noch gar nicht so kritisch, wie er es in wenigen Runden sehen wird. Ich glaube, der scheißt sich schon ein, der gute Mann. Ich glaube auch. Wie sieht es denn bei dir mit der Anzahl der Siedlungen aus? Ich bin bei 6 und ich bleibe auch erstmal dabei. Ich bin komplett überfordert. So eine positive Überforderung? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache gerade ziemlich viel Mist, weil ich so viel auf einmal machen muss und über nichts so genau nachdenke. Und Ja. ich habe auch immer noch Probleme mit den doofen Barbaren, ne? Also, die nerven immer noch. Ja, da kann ich Salpeter sehr empfehlen. Seit Salpeter nerven mich Barbaren deutlich weniger. Ja. Da geht man einmal hin, sagt guten Tag. Oh, Oh nein. Weltkongress. Die doppelte Punkte bei großen Persönlichkeiten dieser Klasse. Plus 10 Religion für alle Okay, Leute, Einheiten. was macht man denn mit dieser diplomatischen Gunst ansonsten? Wähl bitte für Bröki beim zweiten, okay? Also das obere und für Bröki wählen. Okay, dann wähl du oben aber positiv für großer Wissenschaftler bei Na A. gut. Hab ich. Den nehme ich, Leute. 5. Ja, was sagt der Weltkongress? Es ist übel insane für mich, großer Prophet. Und Bröki! Plus 10 Kampf, Religion und Stärke für alle Einheiten. Wait, ist Okay, großer jetzt. Prophet geworden, obwohl ich 5 Stimmen auf großer Wissenschaftler gesetzt habe. Das ist ja krass. Ja, da hätte ich noch mehr All-In gehen müssen. Habe ich nicht kommen sehen. Aber damit würde ich sagen, gepriesen sei Brücki, ne? Ja, du musst auch zu mir. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass du intensiv genug forschst, um mich zu finden.
Ich bin am Ende der Welt unterwegs. Nee, glaube ich dir nicht. Ich fühle mich nicht genug umworben. Na gut, dann tut's mir leid. Ja gut, ich dachte, das geht anders aus. Dann tut's mir leid. Super. Och, ich will keine Unwetter mehr, Toni. Hast du so viele, oder was? Hier kommen ständig Unwetter. Das ist wirklich aber auch unfair, wenn du mich fragst. Also, ich frag dich. Findest du das unfair? Ja. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Den ganzen Tag. Okay. Der Plan war hier, ne? Hier, dann Mine. Mine, Mine. Ja. Warum nicht? Wir brauchen halt mehr Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Wir können, wollen wir den ganzen Tag einfach nur forschen. Noch ein Handwerker? Nee. Oh. Ich habe gerade wenig coole Gebäude, die man bauen kann. Hafen finde ich aber auch nicht so. Auch wieder irgendwas verkaufen. Coole Gebäude wären echt was. Dann 400 das, aber das fühle ich auch wieder nicht. Ja. Brauchen wir einfach unser Ding hier. Für die Bogenschützen könnten wir ja tatsächlich da nehmen in den Krieg. Bin ich damit schon? Denken. Ich kann einfach nächste Runde mit Söldner-Upgrade meine Politik ändern. Vielleicht nehmen wir Jerusalem zurück. Und dann upgraden, können wir unsere Sachen upgraden. Das heißt, wir upgraden dann einfach hier die beiden Krieger. Wir dann jeweils nur 100. Ich mir dann trotzdem nicht beides leisten kann, aber zumindest ein. Aber da war ein Musketier mehr. Aber ich glaube, es ist wirklich ein kompletter Overkill, weil von da oben kommt ja auch noch ein Musketier. Das ist ein Overkill. Da könnte man halt überlegen, ob man Rapa Nui übernimmt. Ist einfach die beiden Stadtstaaten, die mir egal sind, überrennen. Aber er ist dann loyalitätsmäßig auch schwer zu halten da, ne? Irgendwas war noch mit Krieg, was irgendwie super nervig war, dass man nicht immer sofort alles einnehmen konnte. Ich muss ja langfristig gegen Mali schon Krieg führen, aber... Ich werde mir überlegen, wie und wo und wann. Bin an sich eigentlich recht happy. Dass hier irgendwie das Placement verkackt habe und deswegen nicht zum Aquädukt kommen kann, ist bad, ne?
Wir müssen, glaube ich, mit dem Aquädukt entfernt von einer Wasserquelle sein. Und hier wegzugehen. Bisschen Angst um meinen Händen. So, Politik wechseln. Und jetzt kann ich den upgraden. Habe ich missklickt? Auf Ressourcen, nicht auf Gold. Finde ich sehr gut. Na gut, da habe ich es natürlich jetzt ein bisschen verbockt, aber dann ist das jetzt auch einfach so, mein Gott. Ich dachte, das wäre das Richtige, war es nicht. Bock ist hier am geschissen. Ja, da habe ich mich vertan gehabt. Die Frage, ob es das halt sonst irgendwo gibt, ne? Söldner klang schon sehr gut danach. Monarchie ist eigentlich das, was ich will, ne? Auch nicht. Alles so irrelevante Dinge für mich. Das ist cool. Ist auch da, du hast einfach nur die falsche Karte reingemacht. Richtig war, ja. Sehr bitter. Bitterer Missklick. Das wäre natürlich deutlich besser gewesen. Ich denke, hier bauen wir wieder einen Handwerker. Der bleibt da stehen. Die Sante schicken wir wieder nicht raus. Wir haben zwei ready. Machen wir einfach nicht. Halt benötigt Befehle. Was solltest du nochmal machen? Was bauen wir? Schütze kann er noch mitlaufen. Zu Friedenszeiten wird man von Söldnern ausgehen. Das war leider gar nichts, Leute. Brauchen wir mehr Annehmlichkeiten, aber hier brauchen wir auch teilweise einfach alles. Gibt es eigentlich zwei Wissenschaften? Zwei gut, ne? Das ist gar nicht so bad. Gerade hier unten, wo ich eh nichts machen kann, können wir eigentlich noch einen bauen. Aber ich glaube, das ist ja auch hier einfach ein sehr totes Gebiet. Doch nicht so die eine Sache, die ich hier freischalten kann, die alle Probleme löst. Ich dachte halt, ich könnte ja Bauernhöfe machen, aber Bauernhöfe gehen scheinbar nur da, wo Gras ist. Was irgendwo auch einleuchtend ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, dann einen Siedler können wir hier noch ready machen und dann geht's ans Segeln, ne? Das heißt, ich muss eigentlich forschungsmäßig nach Metallguss komplett wechseln. Teilter endet in 6 Runden. Das ist ein Desaster.
ist nämlich der Block der Arsch. Finde ich absichtlich, aber trotzdem. High Ground! Noch eine Runde ab. Bock auf. Durch. Da kommt die Minen. Können wir eigentlich direkt noch einen Handwerker machen, aber ich glaube, das ist ein Overkill. Erstmal Bibliotheken und so ein Blödsinn. Den hier ernst. Da müssen wir natürlich intervenieren. Das Wetter da ist weg. Aber wir haben ja wieder einen gesamten Ready. Dann sind wir sofort auch wieder der Souverän. Aber da werden wir auf jeden Fall unsere Gesandte auch weiter reinbuttern müssen, weil der da wirklich unnachgiebig hinterher setzt. Gehen wir rein, ne? Bevölkerung 9. Den werden wir schön überrennen jetzt. Ich habe ja auch viel zu lange Zeit gelassen für diesen Krieg, ne? Also, ich glaube, ich hätte schon vor 10 Runden den Krieg erklären können, aber... Ich mache goldmäßig Action im Minus. 22 Einheiten mit Zahne. Selbst wenn ich mir die weiterhin leisten will, sollte es auch etwas bringen. So, was geht ab? Lass mal quatschen. Krieg erklären. Erzeugt 0 Kroll. Beeinflusst nur durch mich. Runde. Abfahrt. Juni, ich habe den Krieg erklärt. Crazy. Es geht dann endlich los. Bist du am Fighten? Ich bin jetzt am Fighten. Patz! Da gab es die erste Ladung. Gib ihm. Gib ihm bös. Ich hab so meine. Den. Oh, what? Ich hab meine Spezial-Unit dabei. Die so ganz spezial ist. Yeah. Und die kann einfach. Der hat so einen Armbrustschützen. Der wurde gerade einfach clean gewone-shotted. Holy shit. So, so stark. Was hast du für eine militärische Stärke? Gar nicht so stark. 342. Ich hab 54. Aber du hast ja auch keinen Salpeter. Ab Salpeter ändert sich dein Leben. Nimm ihn mir zu Herzen. Weißt du, dieses vor Christus, nach Christus ist bei mir nur vor Salpeter, nach Salpeter. Schön. Finde ich auch. Sehr angenehm. Alter, ich habe hier einfach einer meiner Gegner kämpft mit mir richtig darum, wer der Souverän des Stadtstaats sein darf. Ich habe jetzt einfach meinen 9. Gesandten da reingedonnert. Deinen 9. Ja. Oh, okay. Richtig. Erst nun formt er den Schild. Unangenehm irgendwie. Das ist crazy. Ganz schön teuer. Ich habe, mein höchster ist 4. Also ich habe erstmal in mehrere Städte 3 reingeballert. Ja, ich glaube, ist auch gut, aber. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch gut, auf 1 zu committen. Wie ist das denn, wenn ich mit
wenn ich jetzt, ich muss ja jetzt scheinbar Schifffahrt machen, um zur Hütte zu kommen. Ja. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, ich glaube, du brauchst eine Werft. Da kannst du dann Schiffe bauen. Ja, aber muss ich überhaupt? Weil ich kann ja auch mit Landeinheiten schippen. Aber dann habe ich ja richtig Angst vor Piraten oder aber sowas. Da, ja, genau, da kannst du halt auf See nicht kämpfen. Kommt jetzt zur Ziffer, oder? Ja, wir hatten einfach spontan Bock. Wollen irgendwas gemeinsam machen? Dann tun die gesagt, ey, wie sieht's aus? Ja, wie sieht's aus? Da haben wir uns für Ziff entschieden. Ja, ich habe dich ein bisschen gezwungen, quasi, kann man eigentlich sagen, ne? So habe ich es nicht empfunden. Na gut. Dann freut es mich umso mehr. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja wenig Menschen, die coole Spiele mit mir spielen, ne? Also Brücke muss ich ja immer anbetteln, ne? Damit wir einmal eine Runde Total War spielen. In 7 Jahren. Immer ein wenig belastend. Alles gut, ich habe nur irgendwas gesagt. Das ist okay. Ja, ich überlege jetzt, ich habe jetzt so viel, also ich bezahle auch so viel Gold für Truppen, ne? Das ist ja alles ganz schön teuer. Ja. Ja, am besten lässt du die alle sterben im Kampf. Aber leider habe ich völlig übertrieben mit meiner Umsetzung hier. Hast du so viele Einheiten, oder wie? Ja, also jetzt, wo der Kampf begonnen hat und ich gedacht habe, oh, der hat 2 Armbrustschützen, lass mal mehr Truppen bauen und ich dann seinen 1. Armbrustschützen one-shottet habe. Hinterfrage ich schon, ob das hier nicht ein bisschen zu viel war. Ja, verstehe ich. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt quasi den Krieg fortführe. Aber ich habe jetzt halt keinen. Ich habe halt keinen Kriegsgrund oder sowas, weißt du? Ja, doch, der nimmt dir Platz weg. Ja, ja, aber für Ziff. Ach so. Weißt du? Da braucht man einen Grund? Schon, ja, sonst hassen dich schon viele andere. Also fairerweise kennt mich auch niemand anderes. Also vielleicht sind Mali und ich auch einfach... Es wird ja nie jemand erfahren. Ne? Also hier auf dem Kontinent wird mit mir keiner überleben. Aber jetzt ist halt wirklich... Für mich ist die Sache... Du hast Jerusalem nicht gesehen, ne? Nee, gar nicht. Da ist mir jetzt Jerusalem hier komplett islamisiert worden. Aber das ist halt die Sache. Also du bist auch ganz oben im Norden, ne? Also im Süden kann ich sagen, wenn du mich... Im Süden kannst du mich nicht finden. Das war ein kompletter Bait von mir. Ich bin sehr weit im Süden und im Westen. Wie kommst du auf Westen? Ist da Kartenende bei dir? Ja. Wirklich? Also links sowie unten ist sehr soon Kartenende. Ja, das wäre ja schon mal ein Tipp gewesen, der ganz gut gewesen wäre. Ja, das habe ich aber jetzt gerade erst gemerkt, als du es gesagt hast. Das ist ja super, da weiß ich ja, wo ich hin muss. Dann kannst du ja echt sein. Vielleicht bait ich auch. Ich weiß nicht. Ja, okay. Vielleicht baitest du. Da müssen wir schauen, Leute. Aber das klingt ja so. Ist immer Kartenende. Aber hier ist halt nur noch mehr. Nee, nee, das ist schon richtig. Also wenn du links Kartenende siehst, ist super, weil bei mir ist kein Kartenende links. Ja. Das heißt auch, es gibt keine seitlichen Kartenränder. Oh. Nicht? Oh. Also du hast nicht so einen Karten... Also wenn du ganz runter gehst, hast du ja diese schwarz-weißen Streifen. Als Trenner. Weißt du? Die Karte ist dynamisch, sagt der Chat. Ja, dynamisch ist es, aber ich dachte, es gibt links halt auch sowas, wie es unten gibt. Ja. Yeah. Nee, aber dann, also Carina war jetzt bei dir im Chat und meint, das ist das Kartenende. Okay.
Ja, dann werde ich einfach nach links ziehen und dich finden. Das wäre schön. Ich werde alles geben. Ich überlege, ob ich den Stadtstaat den Krieg erkläre. Der souverän ist. Dann müsste der mir eigentlich auch den Krieg erklären. So aus Verzweiflung. Eigentlich schon. Und Granada ist eingenommen. Es ist ein glorreicher Moment für mich und mein Volk. Wir waren noch nie so stolz. Hast du es geschafft? Ja. Alter, GG. Ja, es war ein leichter Overkill. Aber hat es trotzdem gut angefühlt. Ich hab einfach Mönchskrieger. Let's go. Ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt ein Musketier auf beiden Seiten meiner Map. Und schickt den ins Wasser. Ja! Und dann segelt der einfach los. Und wenn er was findet, was nicht du bist, werde ich mal testen, wie viel ein Musketier ausrichten kann. Und wenn er dich findet, ist ja umso schöner. Das wird mich freuen. Ich auch. Aber ich sehe gerade, dass ich sehr lange brauche. Vielleicht baue ich eher einen neuen. Ist der da? Das ist ja... Stadt behalten. Ja, schon. So. Der hat schon wieder hier. Annehmlichkeiten 0. Unzufrieden. 8 pro Wohnraum. Annehmlichkeit durch Unterhaltung. Das ist halt aber auch wirklich der größte Haufen da unten. Das ist mir wurscht. Du bist dagegen, das Gegenteil von einem Kakao. Du bist unser Stolz. Unser ganzer Stolz. Du hast uns eine Galeere und eine Quadrine. Kartografie. Ich muss die Kartografie erforschen. Dann forschen wir Kartografie, damit wir da auf jeden Fall hinkommen. Oh, aber mit dem Tribok nicht nach da oben fahren und vielleicht... Achso, jetzt konnte ich... Das Dusch. Meine ausgebildeten Handwerker haben mehr. Okay, wie schaffe ich es noch zu verhindern, dass ich in ein totes Ding reinfliege? Ruhiges Gewehr hat 10% Technologiekosten. Na gut. Was mache ich hier? Um das zu lösen. Warte, ich habe ja nur 65. Geht es dunkler, als ob ein dunkles Zeitalter gut ist. Jetzt
Lustüberschwemmung am Start. Hat hier wieder irgendwas kaputt gegangen? Sieht auch schon wieder alles kaputt aus. Bonuskarten, die es wirklich nur im Dunkeln gibt. Crazy. Ach, einen Siedler würde ich hier bauen. Mal danach. Guck mal, wenn der hier rüber geht, der mit seiner passiven Heilung da chillt. Das soll eigentlich sehr krass sein. Galeere. Die geht dahin. Wir auch sofort hingehen können, aber hey. Das heißt, wir brauchen leider noch 3 Runden, bis wir da hin können. Dann kann ich mit der Einheit ja, kann ich. Kann ich wahrscheinlich trotzdem auch Siedlungen einnehmen, ne? Weil da renne ich einfach mit der irgendwo rein. Warum brauche ich denn 7 Runden für einen Siedler? Nein, kann man nicht. Dann bauen wir hier gleich einen Musketier und der rennt links raus. Und dann rennen wir links raus. Okay, jetzt brauche ich aber noch mehr Infos. Okay, Toni, ich brauche jetzt ganz viele Infos von dir. Sekunde, ich muss kurz einen Gouverneur wählen. Na gut. Wir brauchen bald ganz viele Infos von Toni. Hier sind wir eigentlich jetzt gut unterwegs. 101 ist gut. Ich hätte tatsächlich mehr von diesen Gebäuden bauen sollen, bevor ich dem geschlachtet habe. Das wäre sinnvoll gewesen. Hier ist jetzt der Handwerker bald fertig. Da der Siedler dann in 7 Runden erst. Das Ding hier zu bauen war, glaube ich, nicht so smart, aber whatever. Ist ja die Frage, ob man noch eine weitere Galerie hätte bauen können. Hier unten eine bauen. Nach Monument. Das Ding war der. Boah, 8. Oh, nee, komm. Aber das... So, ja, wie kann ich dir helfen? Also, ich fang jetzt an zu segeln. Auf welcher Höhe bist du denn so nord-südlich? Du siehst ja von oben bis unten. Da kannst du das ja eigentlich sehr gut bestimmen jetzt. Ach, ich bin gemutet. Das erklärt dein Schweigen. Ja, folgendes. Du siehst ja von Norden bis Süden bei dir. Norden bis Süden, ja. Ich wiederum sehe das ja auch. Wo bist du denn, würdest du sagen, wenn ganz oben 1 ist und ganz unten 10? Wo würde ich dich da so treffen? 10. Also ich bin am untersten Ende. Um mich herum ist nur, also links und unter mir ist nur Meer. Sonst nichts. Aber du siehst ja den Kartenrand ganz unten. Ja. Und vom Kartenrand aus, wenn der Kartenrand 10 ist. Ach so. Ja, dann bin ich so eine 8. So eine 8. Okay. Ja, dann segel ich in so eine 8. Okay. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist gut. Sehr schön. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wird es ein dunkles Zeitalter. Dunkel? Ja. Warum? Weiß nicht, ich habe einfach keine... Gerne bekommen. Ich hätte auf irgendwas mehr achten müssen.
Das ist terrible, glaube ich. Mein Twitch hat meint, es gibt ein paar Boni-Karten, die man auch nur im dunklen Zeitalter kriegt. Na gut. Sehen da noch das Positive drin. Wie sieht denn dann mein Zeitalter aus? Ja, mein sieht normal aus. Also ich bin auch nur... Ich habe auch nur zwei zu wenig. Oh. Aber zwei zu wenig sind halt zwei zu wenig, ne? That's true. Ja, ist ein bisschen die Frage, ob ich noch irgendwoher Punkte kriegen kann. Ich habe gar nicht so richtig verstanden, wofür ich welche bekommen habe. Gefühlt bekommt man ja für alles irgendwie ein bisschen was, aber so richtig provoziert kriege ich das jetzt nicht so gut. Ja. Ich sehe, was du meinst. Oder habt ihr noch eine Idee? Irgendwas, was uns zwei Pünktchen geben könnte? Kauf eine berittene Einheit. Oh, ich hatte noch keine... Doch, ich hatte einen schweren Streitwagen ganz am Anfang. Den habe ich aus so einer... aus dem Meteor bekommen. Der hat wahrscheinlich gezählt, oder? Ich brauche unbedingt mehr Wohnraum. Regierung wechseln. Erzähl nur Einheiten, die strategische Ressourcen benötigen. Was ist alles so teuer? Ach, dann ist es so. Ja, Juni. Bist du bereit für mein dunkles Zeitalter, in dem ich den kompletten Kontinent mit Krieg überschütten werde, weil das scheinbar das Einzige ist, was gut ist? Geht. Mann, ich habe so ein Problem. Der Fluss überschwemmt die ganze Zeit mein ganzes Land. Aber du kannst so Staudamm bauen. Ja, aber ich habe das noch nicht freigeschaltet. Scheiße. Bin richtig am Arsch. Okay, Leute, das ist gar nicht so bad. Ihr könnt eine Widmung wählen, die eine zusätzliche Quelle für Zeitalterpunkte diesen Zeitalter bietet. So. Schwierig, ne? Stadtstaat-Notfall. Der Simon Bolivar hat Kumasi erobert. Wir müssen dort wieder für Unabhängigkeit sorgen. Vorschläge hinzufügen. Was hältst du davon? Wovon? Wovon? Von dem Notfall. Ich hab noch keinen Notfall. Ich muss hier irgendwie okay, ich hol mir ganz kurz was zu trinken, dann können wir okay. Das besprechen. Mal, Leute, komm. Wir gehen in die Schifffahrt. Ah, Kartekoffee ist ja jetzt fertig. Wird jetzt gesegelt. Und zwar hauptberuflich.
Artikel. Das waren alle hier. Brauchen wir hier noch einen Bauernhof. Du musst da wieder reparieren. So, was halten wir davon? Ich sehe, kennen die Beteiligten nicht. Ich auch nicht. Nee, ich. Also, aber. Nee, das funktioniert so. Also, ich habe die Nachricht nicht bekommen, weil ich kenne sie wirklich nicht. Ach so. Ja. Also, das ist nur was für dich quasi. So, ja, dann verzichte ich. So, ich habe jetzt Staudämme erfunden. Also, ja. Jemand hat eine Sondersitzung des Weltkongresses beantragt. Okay. Ich habe verzichtet. Ja. So, Leute, wie baue ich einen Staudamm? Baue ich einen Staudamm. Die haben sehr unterschiedliche Sorgen gerade. Ja, der Fluss geht mir schon ordentlich auf die Nerven. Ist der Fluss einfach überall bei dir, oder? Ja. Ich habe den ganzen Fluss hochgebaut. Und das ist jetzt doof. Sondersitzung. Doch. Ach du Scheiße. Aber das ist eine Sondersitzung, also irgendwas ist passiert. Das steht ja da. Stadtstaatnotfall. Der Simon Bolivar hat Kumasi erobert. Wir müssen dort wieder für Unabhängigkeit sorgen. Ja, das ist bei mir einfach wieder warten auf andere Spieler. Warten auf Vorschläge. Ach so, lol. Ja. Wir müssen Einheiten im Territorium des Ziels halten. Wir müssen die Zielstädte angreifen, die Zieleinheiten ausschalten. Das Ziel erhält 20% Loyalität pro Runde in der Zielstadt. Ja, komm, ich bin dafür. Ich habe zwar keine Kriegseinheiten, aber who cares? Ja, der Weltkongress handelt scheinbar ohne mich. Angenommen, wir respektieren die Unabhängigkeit von Stadtstaaten und werden diese Eroberung nicht ignorieren. Wuhu! Gut, wa? Notfallmitglieder, ihr seid auf dem ersten Platz. Oh. Oh, jetzt. Wir respektieren die. Das war ja ich, Tommy. Hä? Ich hab doch den Stadtstaat eingenommen. Oh, lol. Oh mein Gott, das finde ich jetzt sehr lustig. Hä, bist du Oliver? Mit dir rede ich nicht mehr. ist mir ein bisschen leid, Donny. Ich werde natürlich nichts machen. Ich lasse dich in Ruhe. Ich unterstütze dich. Ja, das ist ja auch völlig Wumpe, weil ich habe jetzt scheinbar Krieg mit der Welt oder was? Ey, aber ich glaube, jetzt sehe ich deinen. Nee, ich sehe aber Mali. Ich sehe Mali. Mensch, das freut mich. Jetzt weiß ich, wo du bist ungefähr. Schön. Ich habe sie aber auch vorgelesen, du hast nichts gesagt. Ja, ich bin ja auch nicht Oliver, aber irgendwas ist doch hier gerade passiert, oder nicht? Keine Ahnung. Hast du Kusami eingenommen? Nee, ich habe Granada eingenommen. Ja, dann ging es doch gar nicht um dich. Ich bin mir nicht sicher. Also. Twitch Chat! Es ging nicht um mich, Toni. Sag ich doch. Herr Chat, ist es egal, wo ich den Staudamm hinbaue? Oder wie läuft das? Soll ich den hier hinbauen? Ich check das nicht so ganz.
Okay. Wir können zumindest ein bisschen mehr Kultur machen, wenn wir wollen, Leute. Aber ich weiß es nicht. Ja, sieht gut aus. Glaube ich. Ich weiß nicht, was ich mit diesem. Jetzt, wo ich die Pyramiden nicht habe, weiß ich echt nicht, was ich mit dieser komischen Wüstenstadt machen soll. Wie geht's der Stadt denn? Zu wenig Wohnraum, dann schaffen wir doch Wohnraum. Das geht doch mit Schutzgebieten ganz wundervoll. Fischschutz und Modernisierung bauen. Plus 1 Nahrung, plus 0,5 Wohnraum, plus 1 Nahrung, wenn neben Meeresressourcen. Oh. Auch mal so. Ich habe das schon Civilization gespielt. Nicht so oft in meinem Leben. Ja. Aber ist sehr cool. Ich war hier nochmal Hügel. Also muss ich hier noch rüber und. Ich bin langsam auch arg pleite. Okay, die haben sich voll geheilt. Könnte ich angreifen? Ja, schon. Und ist die, ich glaube, ein Tribok ist man einfach auf, oder? Keine Ahnung, ob man den jetzt hier die ganze Zeit hält. Ich meine, kann man den ja echt wenig machen. Ja, das reparieren ist sehr anstrengend. Also relativ billig, den zu upgraden tatsächlich. 85 ist ja nix. So, was können wir hier machen? Realismus. Handelsrepublik. Jetzt sind Regierungsformen sind alle kacke, ne? Keine Ahnung, ich denke einfach irgendwas an, was sich halbwegs sinnvoll anfühlt. Und den Rest schauen wir uns dann einfach an, wenn es soweit ist. So, der muss hier weiter alles reparieren. Der macht noch seinen letzten Bauernhof, dann ist er durch. Und hier. Sind wir in zwei Runden mit dem Musketier weiter fertig und gehen nach da. Ey, Truni, wo liegt denn jetzt Mali von dir? Von mir liegt das im Nordosten. Relativ weit, aber. Also okay. Dazwischen sind nochmal. Also dazwischen ist Großkolumbien mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städten. Und dann kommt noch ein Stadtstaat. Und erst dann kommt meine erste City. Okay, aber unter Mali ist ja Wasser. Unter Mali ist Wasser. Ja, bei Kumbi Saleh. Beispielsweise. Naja, ich seh halt nur Niani. Okay, stell dir vor, Niani, 5 Felder nach unten links, da ist Wasser. Könnte ich auf dem Wasserweg zu dir kommen?
Weil ich muss gerade fighten. Fightest du denn? Barbaren. Also was ist unter Niani? Unten links von Niani ist Wasser. Ja, das sehe ich sogar. Ja, wenn ich da lang segel, komme ich da besser zu dir? Da, also die Gegend habe ich noch nicht erforscht, aber da solltest du zu mir kommen, wenn du da einfach an der Küste lang segelst. Es ist ja vielleicht ein Versuch wert. Also da, wo Gwang wo irgendwas steht, siehst du das? Nee, also ich sehe da, glaube ich, gar nichts. So. Gwang Po? Da ist das Meer irgendwie. Müssen wir gucken. Ah, wird schon werden. Ich bin da ganz frohen Mutes. Dass wir quasi kurz davor stehen, uns das erste Mal zu sehen. Ich bin auch so aufgeregt. Ja, also ich segel hier jetzt wirklich durch die Welt. Also ich geb wirklich alles. Aber meine Hoffnung ist auch nicht so hoch, bin ich auch ehrlich. Warum? Ja. Mach mich nicht traurig. Ich könnte jetzt Elektrizität erforschen. Alter, wie weit bist du denn, hä? Ich muss jetzt aber ein bisschen ausbremsen, weil ich erstmal so ein paar... Ach, der Handwerker eigentlich hier. Weiß ich auch nicht. Vielleicht will er dich einfach nur nerven. Glaube ich auch. Einige meiner Siedlungen sind so richtig am Gedeihen und andere sind so richtig überfordert, wenn sie Kornspeicher herstellen müssen. Dass sie einfach am Südpol liegen. Gar nichts passiert. Enttäuschend. Ich habe hier so Stress mit den doofen Barbaren. Das ist unglaublich. Ja, ich bin aber gerade witzigerweise fertig auch nochmal gegen Barbaren. Jetzt auch nicht erwartet. Echt gar nicht lustig, ey. Aber sei Peter, Tuni. Ja. Sei Peter ist die Lösung. Ich überlege, ob ich einfach auf deinen Kontinent... komme und einfach sofort massivst, brutalst Krieg beginne. Mit mir? Nee, mit okay. Allen anderen. Aber dann stehe ich halt voll zwischen den Stühlen, ne? Nee, das tust du ja nicht. Sind die KI-Spieler deine Freunde oder nicht? Du bist natürlich mein Freund. Sehr gut. Ja. Ja, ist schon wahr. Müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Ich will nach Ottawa. Du willst nach Ottawa, aber ich will doch nicht zu dir. Ja, ich habe hier halt auch noch einen Religionskrieg zu kämpfen, ne? Also ich kann ja sagen, der Kontinent hier ist nur Islam. Nur Islam? Ja, die haben hier alles eingenommen. Scheiße. Dreckigen. Auch schon wieder nach Eshona, ne? Ne, das Geräusch habe ich lange nicht mehr gehört. Ding, ding, ding. Der mentale Druck. Ah, so. Ich gebe mir Mühe. Muss in meiner offiziellen Kackstadt wieder irgendetwas auswählen.
Aber sie bleibt leider einfach kacke. Den Handwerker löst gar nicht das. Ich habe jetzt das erste Mal so eine Stadt eingenommen. Und ich müsste erstmal 17 Jahre lang alles wieder aufbauen, oder? Wieder aufbauen, ja. Ja, das dauert. Aber es hat sich gelohnt. Leben als Weltmacht ist auch kein einfaches. Ja, ich bin das auch. Also ich denke, ich bin ganz schön arm dran hier. Es gibt ein Wunder, dass die Tundra-Pferder massiv verbessert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Großkolumbien handelt mit Mali. Krieg. Krieg. Großkolumbien muss fallen. Ich bin weak. As fuck. Da würde ich sagen, die Barbaren, also wenn man die so ganz lange alleine lässt, wie ich es hier dummerweise getan habe, dann haben die wirklich unendlich Nachschub. Unendlich? Also, hier stürzt sich eine Armee nach der anderen mir entgegen. Aber fightest du die alle jetzt, oder? Die Barbaren, ja. Eine nicht. Aber ich habe Land getroffen, glaube ich, hier. An der ersten Galeere. Kann ich hier Milch bauen? So, ich habe das Feld noch gar nicht. Ups. Oh mein Gott, der baut die da hin. Is it terrible? Oh oh. In Krieg? Was mit Krieg? Oh. Was los? Simon Bolivar, mit dem bin ich jetzt anscheinend im Krieg. Wer ist das? Das ist der Typ, der den Stadtstaat erobert hat. Oh, der Bösling. Also das würde ich ja niemals machen, ne? Also so gemein, einfach einen Stadtstaat anzugreifen. Ja. Ja. Das Malische Reich ist mir gegenüber unfreundlich. Die sind so unfreundlich, das glaubst du gar nicht. Die halten sich auch einfach für was Besseres. Was ist denn dieser komische Bolivar? Großkolumbianisches Reich. Ach, das ist der Typ. Okay, der ist weit weg. Der soll mal zu mir kommen, ey. Da machen wir noch zwei Siedlungen draus. Eine hier und eine da. Also ich könnte ja eine hier bringen und eine hier, ne? Schon eng beieinander. Aber wäre schon noch Platz für eigentlich, ne? Was haben die denn hier für Land? Die Felder hier sind halt juicy. Die denn so broken? Nervig. Eine hier und eine hier. Oh, der ist noch nicht voll geheilt. Es ist obviously eng beieinander, aber schon machbar. Oh, wir haben einen Kontinent entdeckt. Ja, meine Kühe sind echt giga-wack. Tony, ich habe einen Kontinent entdeckt. Meinen bestimmt. Welchen? Weiß ich nicht. Ach, fuck, wie war denke, Azania oder so. Ja, ich bin in Azania. Mensch. Aber ganz weit links. Also ganz weit im Westen. Ja, ich glaube, dann bin ich actually gleich bei dir. Du hast gesagt, du hast relativ wenig Militärmacht, ne? Ja. 140. Warte mal, willst du mich angreifen? Hey!
war nicht diesen. Ich vertraue dir. Dieser Balle mal. So, und damit endet diese Folge hier. Ne? War wundervoll. Juni braucht ein bisschen für ihren Zug gerade. Aber ja, deswegen... Ach so. Nee, ist okay. Sorry, ich hab's nicht gecheckt. Nö. Oh, hier wurde eine Warnung ausgesprochen. Ja, von mir. Nee, von Mardi. Aber ist okay. Die nächste gibt's morgen um 12. Peace.